Hi und herzlich willkommen bei Expando Gastro Experts. Heute sprechen wir über Stabmixer. Mein Name ist Michał Rudowski, schaut rein. Wie immer am Anfang wollte ich noch mal kurz erwähnen, dieses Programm wird live ausgestrahlt, also stellt bitte Fragen, teilt uns ihr eure Meinung mit auf unseren Live-Chat. Je mehr da reinkommt, desto besser behandeln wir das Thema, und das Thema heute sind Stabmixer. In jeder Küche, in der ich gearbeitet habe, konnte ich eins von diesen Geräten finden. Auf meinem Arbeitstisch habe ich drei Geräte von Royal Catering in verschiedenen Stärken, verschiedenen Leistungsstärken und verschiedenen Größen. So, fangen wir mit technischen Details an. Das ist der kleinste von den allen drei, arbeitet mit 220 Watt, also immer noch sehr leistungsvoll, sehr stark für sein kompaktes Gerät und aus irgendeinem Grund ist er viel, viel schneller als die größeren Brüder. Also der arbeitet mit 20.000 Drehungen die Minute, also ist es sozusagen ein Hausgerät mit kommerziellen Stärke. Also auf jeden Fall ganz gut für kleinere Mengen, trotzdem immer noch ganz stark und ganz schnell. Damit kann man Pürees, Suppen, Creme machen in kleineren Mengen. Was ich an dem Gerät ganz besonders mag, ist der Fakt, dass es also der Anbau von dem Mixstab in die Maschine selbst, also mit Drehungen normalerweise bei Hausgeräten geschieht das mit einem Click-In-System. Also in jede Küche, in der ich gearbeitet habe, konnte ich ein Hausgerät, entweder den Stab selbst oder den Motor irgendwo separat, weil es locker geworden ist und man konnte das nicht mehr bedienen. Mit dem Fall ganz solide Verpackung, also hält ganz fest, da wackelt nichts, da kann man ganz sicher auch mehrere Mengen von Pürees machen. Das hält auf jeden Fall. Okay, jetzt gehen wir zu den, ich habe es ganz vergessen. Der Mixstab in dem Fall ist 16 cm lang, also bis zu dem Maximum Level, mit zwei Klingen, aber das macht da die Geschwindigkeit der Drehungen viel, viel aus. Okay, mit den zwei, die sehen fast gleich aus. Es gibt aber einen kleinen Unterschied. Also der erste Unterschied ist im Preis. Lass mich das bitte mal kurz prüfen. Dieses Gerät kostet 175 Euro, wobei das hier 189 kostet. Die Differenz ist in der Steuerung. Die Parameter sind gleich, also 16.000 Drehungen die Minute. Die Steuerung ist auch fast gleich. Was ich hier mag, also auf jeden Fall gibt es hier eine Sicherung, also ohne das zu drücken, kann man das Gerät nicht einschalten. Also muss man erst den Knopf drücken, dann den. Und wenn man längere Zeit arbeitet, und das tut man ja mit dem Gerät, mit 40 cm Mixstablänge, ist das gut für große Suppenkessel, größere Soßen oder Püreemengen. Also wahrscheinlich in einem italienischen Restaurant, wenn man Napoli-Soße macht, ist es gut. Da kann man den Lock-Button bedienen und das sperrt den Anschaltknopf. Also den Anschaltknopf nicht mehr halten. Man kann sich einfach auf dem Mixen konzentrieren. Also bei längeren Zeiten ist es auf jeden Fall viel, viel, viel bequemer. Um das jetzt abzuschalten, einfach mal den Einschaltknopf drücken, die Sicherung spricht aus und man kann das Gerät ausschalten. Und bei dem Gerät, sobald Sie das angeschlossen haben und angemacht haben, geht es sofort auf 16.000 Drehungen die Minute. Mit dem Gerät kann man nur über das Blenden oder Mähen denken. Mit dem Gerät aber, also alle die Steuerungen sind gleich, also einfach mal die Sicherung drücken, dann den Anschaltknopf sperren, dann ist es für kontinuierliche Arbeit gestellt. Aber es gibt einen kleinen Unterschied, und zwar man kann auch die Drehungen steuern. Und der Bereich der Drehungen kann man mit zwischen 4.000 und 16.000 Drehungen die Minute steuern.
wobei 4000 eher bei größeren Mengen als Mischung geht. Also man kann sich das Gerät einfach in einen Suppentopf reinstellen und mit 4000 Drehungen die Minute in einem großen Suppentopf werden die Zutaten nicht allzu sehr geblendet. Also nicht wie eine glatte Masse, sondern etwas grobere Pürees. Okay, was man bei diesen Geräten, was ich noch bei den Geräten mag, also sobald so viel wie bei den kleinen, wie auch bei den größeren, ist die Installation des Mixstabs. Also normalerweise bei mehreren Geräten, das ist nicht bei allen so, ist dieser Teil ganz kurz oder meistens ist es auch ein Click-in-System. In dem Fall wird es fest reingeschraubt. Das nimmt ein kleines bisschen Zeit in Anspruch, aber für die Qualität der Produkte und für die, den Komfort des Arbeitens ist es viel, viel besser. Außerdem, auch nach längeren Zeiten, auch wenn das Gerät intensiv gebraucht wird und wir haben all die drei Geräte in den letzten drei Monaten sehr wirklich intensiv getestet, wir haben tonnenweise Pürees gemacht, wir haben auch Teig gemacht, um einfach den Druck zu testen und Standhaftigkeit. Also auf jeden Fall ist das System viel, viel besser für kommerzielle Küche geeignet. Es ist einfach viel, viel solider. Da wackelt nichts, da können Sie nichts wacken und auf jeden Fall ist es für Gastronomie viel besser geeignet. Was man bei den Geräten aber beachten muss, also der Mixstab, kann ins Wasser rein, das können Sie in die Soße reintun, selbstverständlich, dazu ist er da. Aber mit dem Motor selbst, bitte beachten Sie, dass er grundventiliert werden muss. Also ich habe vielmals gesehen, dass das mit Klebeband beklebt ist in manchen Küchen, weil das Gehäuse gebrochen ist. Das kann man mit dem Gerät nicht machen, ansonsten kann der Motor überhitzen. Zweitens ist es selbstverständlich ein elektrisches Gerät, also muss man darauf achten, dass da kein Wasser reinkommt. Was bei mehreren Mengen von Soßen, Suppen und so weiter ein Problem sein kann. Also muss man darauf einfach achten, sonst wird das Gerät beschädigt. Aber das ist für alle Geräte der Art gleich. Okay, ich sehe, dass da keine Fragen reingekommen sind. Falls Sie aber welche Fragen haben sollten nach der Show, können Sie die bitte an meine E-Mail-Adresse schicken. Das geht sofort in meine Mailbox rein. Ich werde die Fragen selbstverständlich alle individuell beantworten. Sei denn, es sind mehrere zu einem Thema, dann versuchen wir, einen neuen Clip zu machen. Ich bedanke mich sehr fürs Anschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal.